Guten Tag, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie, begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des Halleschen FC am Samstag um 14 Uhr gegen Waldhof Mannheim. Trainer André Meyer, Platinum erwartet eure Fragen und Herr Wölfling hat sich schon bewaffnet. Dann geht's los. Immer ungewohnt, aber ich fange dann heute mal an, wenn sonst keiner da ist, der das üblicherweise macht. Ja, Meyer, ich fange einfach mal ganz grundsätzlich an. Personell gab es ja so ein paar Wackelfälle, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein paar Fragezeichen nach dem Osnabrück-Spiel. Wie weit haben die sich denn schon geklärt mit den ganzen angeschlagenen kleinen Blessuren? Also so, dass wir gestern mit allen Spielern auf dem Platz gestanden hatten. Wir haben unterschiedlich belastet, weil es schon so war, dass gerade unsere Verteidiger mehrere Schläge abbekommen hatten. Wir standen aber alle auf dem Platz. Felix Gebhardt hat auch trainiert, dosiert trainiert. Und insofern gehen wir erstmal positiv in die kommenden zwei Trainingstage rein und gehen davon aus, dass wir am Samstag alle zur Verfügung haben. Heißt auch, Felix Gebhardt wird wieder im Tor stehen. Er ist auf einem guten Weg, die Pause hat ihm gut getan, er ist noch nicht ganz schmerzfrei, aber es geht Schritt für Schritt voran und Stand jetzt sind wir so weit, dass wir auch sagen können, dass er Samstag sicherlich dann auch wieder einsatzfähig ist. Aber nochmal, wir warten die zwei Trainingseinheiten jetzt letztendlich erstmal ab. Wenn alle soweit einsatzfähig sind, inwieweit sieht der Trainer den Bedarf, was an der Aufstellung zu ändern im Vergleich zu Osnabrück? Eine Aufstellung resultiert ja immer zum einen aus den Eindrücken aus dem Spiel heraus, aus dem vergangenen Spiel, der Trainingsbeobachtung und dem kommenden Gegner. Wenn ich das Spiel nehme in Osnabrück, ich hatte es ja schon unmittelbar nach dem Spiel gesagt, dann war das insgesamt erstmal eine Leistung, die für ein Auswärtsspiel Bremer Brücke erstmal eine gute Leistung war. Und sicherlich kann man da an einzelnen Situationen kann man Dinge bemängeln, die nicht gut waren oder die man hätte besser lösen können. Das ist aber auch geschuldet einfach der Qualität des Gegners. Da war eine hohe Druckphase zwischendrin im Spiel und dann passieren logischerweise auch Fehler. Bitter ist, dass die Fehler dann zu Gegentoren führen. Das habe ich auch schon nach dem Bayreuth-Spiel gesagt, dass es einfach Mannschaften geben wird, die solche Fehler dann auch mal anders bestrafen werden. Trotzdem Feedback an die Mannschaft. Das war insgesamt eine Leistung, auf der wir aufbauen wollen und auch weiter aufbauen müssen für die kommenden Aufgaben, weil die Gegner von der Herausforderung her erstmal kein anderes Kaliber sein werden. Das sind alles Mannschaften, die andere Ambitionen haben, die eher oben anklopfen wollen. Und für uns, das Spiel jetzt Osnabrück war erstmal dahingehend eine Rückmeldung, dass wir auf dem Niveau auch mitspielen können, trotz Auswärtsspiel. Aber wir müssen halt lernen, größere Fehler letztendlich hier abzustellen. Und das ist nicht immer personalabhängig, sondern es sind dann die Situationen, die du im Spiel lösen musst. Da wird anderes Personal dir immer nicht die Garantie geben, dass in der Situation eine andere Entscheidung getroffen wird. Und deswegen nehmen wir für uns erstmal die Rückmeldung, dass es insgesamt ein Spiel war, was ja, für uns nächster Schritt bedeutet hatte. So, und jetzt geht es darum, jetzt in den kommenden zwei Tagen eine Mannschaft wieder zusammenzustellen, die gegen Mannheim dann auch wieder auf dem Niveau agiert, nur mit einer geringeren Fehlerquote bzw. mit mehr Fehlern beim Gegner. Ich weiß, Trainer guckt nicht gerne allzu weit voraus, sondern immer nur bis zum nächsten Spiel, aber ich würde trotzdem mal eine Klammer für die ganze englische Woche machen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es sind alles drei Mannschaften, die vor der Saison, glaube ich, gesagt haben, sie wollen auf jeden Fall oben mitspielen, wenn nicht sogar aufsteigen, das so formuliert haben. Gegen die hat man sich bisher, was jetzt nicht so verwunderlich ist, weil es sind logischerweise auch mit die besten Mannschaften schwer getan im Saisonverlauf. Was muss besser laufen, damit da die nötigen Punkte, die man ja noch braucht, auch hier reinkommen? Na, erstmal sieht man, was die dritte Liga ausmacht. Osnabrück hatte vor der Saison, glaube ich, erstmal eine andere Vorstellung, wie die Saison zu laufen hat. Und das sind, oder gerade Osnabrück ist eine Mannschaft, die sich zu dem Zeitpunkt auf unserem Niveau sich bewegt hatte, tabellarisch, punktemäßig. Daran sieht man erstmal, wie kompliziert die dritte Liga ist und mit was von der Qualität die Liga bestückt ist. Für uns ist entscheidend, dass wir ja weniger den Gegner wieder in den Vordergrund stellen. Ich habe es ja schon häufig gesagt, da können wir jetzt mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen und sagen, so um Gottes Willen, was haben wir jetzt für Aufgaben vor uns, sondern wir gehen das wieder mutig an und werden die Dinge in so ein Spiel reinpressen, die wir reinpressen können. Und die Spiele, wir haben ja insgesamt noch nie ein Spiel gehabt, wo wir ein Totalausfall waren und da wollen wir weiter ansetzen und wir werden wieder die positiven Dinge hervorheben und wir sind voller Selbstbewusstsein, dass wir in den nächsten drei Spielen wieder punkten werden. Das ist möglich, das war jetzt auch am Montag möglich.
in Osnabrück. Und deswegen ist es einfach ein Scheißgefühl gewesen, dort ohne was wegzufahren, weil einfach insgesamt mehr möglich war. Aber wir legen für uns aber auch den Finger in die Wunde und wissen, mit den Fehlern oder mit den individuellen Fehlern wirst du auch in den nächsten drei Spielen dann auch nichts holen. So. Und diese Konstanz müssen wir einfach jetzt an den Tag legen, um ja, gegen solche Mannschaften dann auch punkten zu können. Wiederum gegen Mannschaften wie Bayreuth sieht man, dass wir dann auch die Qualität haben, so ein Spiel souverän, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ergebnistechnisch souverän zu Ende spielen. Das ist für uns dann halt auch die Kehrseite der Medaille. Also wir sehen halt auch, dass wir gegen andere Mannschaften das anders ergebnistechnisch spielen können. Und was dieses Spiel für einen Wert hat, hat, glaube ich, 1860 München in Bayreuth auch erfahren. Und deswegen, losgelöst von allem, wir richten den Blick jetzt auf Mannheim. Wir wollen die Dinge uns zurückholen, die wir am Montag haben vielleicht liegen lassen gegen Osnabrück und punkten. Dann gucken wir mal konkret auf Mannheim. Die eine Statistik, die jetzt jeder kennt zu Mannheim, ich spreche sie trotzdem mal an, die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga, warum auch immer. Haben Sie eine Idee, warum das so sein könnte und dann ja, hoffentlich natürlich auch so bleibt am Wochenende? Ich kann es nur aus unserer Sichtweise ja beschreiben. Wir haben eine ähnliche Statistik und bei uns war jetzt gerade am Montag in Osnabrück wieder auffällig, dass wenn du eine Phase hast, wo du in deinem Spiel jetzt nicht stabil bist und einen Negativeinschlag hast, wie das Gegentor zum 2-2 und dann das Stadion gegen dich agiert, dass du dann nicht mehr so klar in deinen Aktionen bist und dann vielleicht auch mal wackelst, ein Stück weit abrückst von dem Weg. Und dann so ein Spiel vielleicht dann auch wegschenkst. Wo die Gründe bei Mannheim sind, kann ich jetzt im Detail jetzt nicht beantworten. Wir haben einen Blick drauf, wie Mannheim spielt, kennen die Gründe, warum sie gegen Dresden gewonnen hatten, davor aber auch eine Phase hatten, wo sie nicht gepunktet hatten. Und das wollen wir für uns taktisch und spielerisch letztendlich ausnutzen und in dem Wissen, dass wir hier zu Hause mittlerweile einfach auch eine Heimmacht sind und auch diesen Pluspunkt mit unseren Fans und mit der Stimmung und mit der Wucht letztendlich das Ergebnis in unsere Richtung drücken. Danke. Sören, nichts? Habt ihr auch noch? Noch eine Frage zu dem Spiel Osnabrück bzw. danach. Wie steht es da mit dem Selbstvertrauen? Also eigentlich hat die Mannschaft wirklich richtig gut gespielt, wie ich auch finde, aber dann doch unglücklich verloren. Kann man sich an dem Guten jetzt auch festhalten oder ist es wieder, dass man sagt, Mensch, und wieder keine drei Punkte? Wie ist die Situation diesbezüglich? Ob man sich daran festhalten kann, man muss. So, genau darum geht es. Die emotionale Lage, die ist ja menschlich. Also wir haben alle nach dem Spiel da gesessen und Frust geschoben, weil es erstmal nicht selbstverständlich ist, so ein Auswärtsspiel dort so zu spielen. Und für uns bleibt es aber dabei. Es ist halt immer noch eine Mannschaft, die daraus halt auch lernen muss. Das ist zwar bitter in der aktuellen Tabellensituation, solche Dinge formulieren zu müssen, aber wenn du zweimal auswärts führst, dann musst du so ein Ding auch mal zu Ende spielen. Und wir haben für uns in dem Spiel den Moment verpasst, das 3-1 zu machen. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir drei Chancen um die 30., 35. Minute. Wenn du dort einfach das Momentum auf deine Seite drückst und das 3-1 machst, dann gehst du mit hoher Wahrscheinlichkeit punktemäßig mit irgendwas raus aus dem Spiel. Und das Momentum hast du genauso nach dem 3-2 und das rechne ich der Mannschaft halt auch wieder hoch an. Also du kriegst das 3-2 vor 13.000 Zuschauern dort und du drückst trotzdem aufs Gaspedal und hast mehrere Möglichkeiten, das 3-3 zu machen. Und das zeigt ja den Charakter dieser Mannschaft, dass sie ja, gegen solche Mannschaften, gegen so eine Qualität inhaltlich gut spielt, ja, dass man das Gefühl hat, da passiert was. Die Wochen davor hatten wir das Problem, dass wir relativ wenig klare Torchancen uns erspielt haben. Ich denke, dass das auch wieder eine andere Schlagzahl mittlerweile war, vielleicht auch durch die Anpassung durch Jonas Niedfeld, der einfach seine Robustheit letztendlich dort auch ausspielt und Mitspieler gut mit einbringt. Und das sind alles Dinge, die werden wir von Spiel zu Spiel wieder erneut reinbringen, auch jetzt gegen Mannheim. Und wir sind keine Mannschaft, die hier wie die geprügelten Hunde vom Platz runtergeht. Frust, ja, emotional, das sollte auch so sein. Wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass es uns egal ist, dann sind wir, glaube ich, hier fehl am Platz. Und trotzdem geht es ja darum, die Dinge rauszuziehen, die du gut machst und den Finger in die Wunde zu legen bei den Dingen, die nicht funktionieren. Und nur so kommst du Schritt für Schritt voran.
Und das haben wir, glaube ich, seit dem ersten Spieltag angemacht und das werden wir auch weiter tun. Und deswegen Mannheim, wir freuen uns auf das Heimspiel und wir wissen um unsere Chance und die werden wir am Samstag auch wieder nutzen. Und wie soll es strategisch gegen Mannheim passieren? Niedfeld rückt er nach vorne, geht er wieder zurück hinten? Ja, ich hatte es unter der Woche jetzt schon gesagt, dass es wenig Gründe geben wird, Jonas aus der Position jetzt wegzunehmen, einfach weil er zwei Spiele dort das mit eingebracht hat, was uns in den Spielen davor letztendlich gefehlt hat, seine Robustheit. Er macht Bälle fest, verteilt sie an die Mitspieler, dass wir nachrücken können, ist präsent im Strafraum, das heißt, das spricht erstmal relativ wenig dagegen, ihn nicht wieder dort spielen zu lassen. Wir wissen aber auch um seine Präsenz in der eigenen Kette hinten. Und in der in dem Zwiespalt sind wir so ein bisschen. Aber die Qualität hat sich vorne einfach für uns als positiv dargestellt. Und wir werden die Verantwortung auf andere Spieler verteilen. Und da sind vor allem unsere Innenverteidiger Janis Vollert und Sören Rennemann gefragt, mit denen das auch vorbesprochen ist, die auch die Rolle annehmen wollen, dass sie die Mannschaft dort in einer anderen Führung dann auch mit durch so ein Spiel führen, als es dann vielleicht auch ein Jonas Niedfeld vorher gemacht hat. Also wir werden wieder Tore erwarten können. Das ist unser Grundanspruch von Beginn an, dass wir offensiv ausgerichtet sein wollen. Wenn wir jetzt die letzten zwei Spiele nehmen, also wir haben 5 Tore geschossen, wir haben, glaube ich, viele Torchancen uns erspielt. Wir sind jetzt endlich wieder so in der Phase, wo wir ja hinkommen wollten. Und es wird jetzt am Samstag kein Spiel sein, wo wir uns hinten einigeln werden. Also es geht darum, ein Spiel zu gewinnen und wir wollen da die Chance suchen und nicht das Risiko beim Gegner letztendlich wieder suchen, sondern wir wollen ja auf Punkte spielen und deswegen wird unsere Grundausrichtung auch wieder mit Blick nach vorn und in Richtung gegnerischen Strafraum sein. Und trotzdem wird es darum gehen, dass alle Spieler sich der Defensivaufgabe bewusst sind. Und da muss man manchmal auch rigoros und Drittliga-Fußball auch letztendlich so spielen, um so ein Spiel dann über die Ziellinie zu bringen. Und Mannheim hat eine andere Qualität als Bayreuth wieder, gerade in der Offensive. Und da sind wir jetzt auch nach dem letzten Spiel wieder so sensibilisiert, dass die Jungs auch wissen, worauf es ankommt. Gut, dann ist alles beantwortet, wie es scheint. Dann danke fürs Erscheinen, für die Fragen und wir sehen uns Samstag hoffentlich kollektiv im Stadion. Danke, tschüss.